kaum in der Gurt erinnern. Es war ein Samstag. Wir sitzen in der Kugel bei uns in der WG, essen unser obligatorisches Samstagvormittag Heim und Eck. Auf einmal klopft es an der Tür. Steht meine Schwester vor der Tür und sagt, dass der Typ, der neben mir neuer Freund ist und dass der jetzt bei uns einzieht, bei uns in die WG. Dobar dan, ja sam Darko Begic, drago mi je. Na ja, wenn's meine Schwester sagt, dann waren wir halt zu dritt bei uns in der WG. Ein Flüchtling lass bei euch einziehen, haben die Leute gesagt. Ein Jugoslaw, der rammt euch die ganze Hütten aus und verkauft alles am Balkan, der Jugoslaw. Weißt du noch, Leute haben gesagt, Jugoslaw. B mit B, dabei ist Jugoslaw mit W. Ja, wenn ich jetzt hochdenke, 80% von den Sachen bei uns in der WG, die hat der Darko aufgestellt. Und mit dem Darko ist auch der Commodore 64 Computer und der Schlapcicic und das Poster von der jugoslawischen Fußballnationalmannschaft bei uns einzogen. Zlatna Generation Jugoslawien, goldene Generation von jugoslawischem Fußball. Ja, und mit dem Darko? Da sind auch die Song Contest Musikkassetten sonst in die WG gekommen. Die hat ja auf wie und ab gesprungen. Ist immer gesessen bei uns in der Kugel in der WG. Ein Liedl hat da ganz besonders oft gespielt ab dem Frühjahr 1994. Ein Liedl von seinen Geistern, von seiner Vergangenheit.